10 Dinge, die wir beim Umbau gelernt haben. Erstens. Nur weil man denkt, dass etwas fertig ist, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich fertig ist. Zweitens. Ab und zu brauchen bestimmte Sachen einfach Zeit, aber wenn sie fertig sind, sind sie besser, als man sich es hier erträumt hat. Viertens. Man lernt nie aus. So, hier habe ich schon mal die Solarzellen alle montiert gehabt. Habe heute den kleinen Kasten angeschlossen, wo die alle zusammenkommen. Und muss das dann halt innen noch weiter verdrahten mit meinem Solarladeregler. Schauen wir mal. Sechstens. Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, wenn man sieht, was man mit seinen eigenen Händen schaffen kann. Unser kleines Sorgenkind, unser Lenkstockschalter, leider ist das Wohnmobil von 1983 und aus Belgien, deswegen findet man die Scheiße einfach nicht mehr, weil das Abblendlicht bzw. das Fernlicht nicht funktioniert und der Stock halt abgebrochen ist da, bräuchte man da einen Ersatz für. Achten, nichts klappt beim ersten Anlauf, okay, nein, jetzt hast recht. Zehntens. Das Ergebnis ist genug Lohn für alle kleinen Wehwehchen.